Noctus, da ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Unlicht, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Tuska. Noctuska ist ein hellgrünes Pokémon, welches optisch einer Mischung aus Kaktus und Vogelscheuche ähnelt. Sein Körper ist mit mittelgrünen Stacheln versehen. Auf dem Kopf des Pokémon befindet sich eine pyramidenförmige Struktur, welche einem Hut gleicht. Das Gesicht wird durch zwei schwarz umrandete Augen und einen Mund, welcher aus fünf Löchern besteht, definiert. Hierbei sind die mittleren Löcher minimal kleiner als die äußeren. Und Noctuskas Shiny Form ist beige gefärbt, die mittelgrünen Elemente werden Sienna braun. Noctuska ist ein wenig robustes und eher langsames Pokémon, welches sich jedoch durch hohe Angriffsfähigkeiten auszeichnet. Es ist ans Leben im Wüstensand angepasst und kann Sandstürme hervorrufen oder Gegner mittels Sandwirbel blenden. Gegnern rückt es mit Hieben seiner dornbewehrten Armkeulen und Attacken wie Nidoranke oder Tiefschlag zu Leibe, kann jedoch die Dorn auch abfeuern und aus der Ferne mit Nadelrakete oder Energieball Feinde bedringen. Es ist eines der wenigen Pokémon, welche die Attacke Schutzstacheln erlernen können. Diese wehrt feindliche Angriffe ab und angreifende Pokémon verletzen sich zudem an Noctuskas Dornen. Die meisten Exemplare weisen die Fähigkeit Sandschleier auf, welches ihnen ermöglicht, sich in Sandstürmen zu verbergen, wo sie schlechter getroffen werden können. Bei anderen zeigt sich die Eigenschaft, Wasser im Körper zu speichern. In der versteckten Fähigkeit H2O Absorber, welche Wasserattacken wirkungslos macht und Tuskas Kraftpunkte wieder auffüllt, sobald es von einer getroffen wird. Noctuska wählt die sandigen Dünen wüstenartiger Gebiete als seinen Lebensraum. Man sagt, durch die Anpassung an den Lebensraum habe sein Blut eine ähnliche Zusammensetzung wie Wüstensand. Tagsüber verharrt Noctuska regungslos, um in der sengenden Sonne keine Feuchtigkeit zu verlieren. Sobald die Temperatur jedoch sinkt, wird es aktiv. Das nachtaktive Pokémon gilt als sehr gefährlich. Es wählt Beute wie müde Reisende, welche durch die Hitze der Wüste erschöpft sind. Ihnen folgt es und spielt weitere Streiche, bis das Opfer nicht mehr zur Flucht fähig ist. Dabei ist Noctuska der zweite Teil der zweistufigen Lehrungsreihe und entwickelt sich auf Level 32 aus Tuska. Der hellgrüne, an einen Kaktus erinnernde Körper, welcher mit dunkelgrünen Dornen ausgestattet ist und das hauptcharakteristische Merkmal von Noctuska darstellt, ist bereits vor der Entwicklung gegeben. Das vorher rundliche Pokémon wächst und seine Statur wird nach seiner Entwicklung humanoid. Vor allem die Beine gewinnen deutlich an Länge und ermöglichen Noctuska die langen Reisen, welche es bevorzugt in der Nacht antritt, da es zu dieser Zeit keine Feuchtigkeit durch die in der Wüste herrschende brennende Hitze verliert. Bei der Entwicklung gewinnt das Pokémon den Unlichttypen hinzu. Mit der Typenkombination, die es nun hat, ist es immune gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Boden, Geist, Wasser, Pflanzen, Elektro- und Unlichtattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit als Absorber, dann wird es immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden nimmt es gegen Kampf, Flug, Gift, Feuer, Eis, Fee-Attacken, vierfachen Schaden gegen Käfer-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.